Guten Morgen, ihr Maden. Erstmal die falsche Szene ausgewählt. Wir sind die gute Dame, die Jenna. Einfach mal Abwechslung, dachte ich mir. Weil aktuell läuft das Projekt ja noch nicht auf YouTube, also kann ich noch nicht auf euer Feedback warten. RIP. Gut, wir gehen zur Grabungsstätte, war es, glaube ich. Genau, Grabungsstelle. Okay, eine Stätte. Wir wollten ja mal ein paar Fossilien gerade mal suchen. Also Felsbrocken eigentlich, in denen noch hoffentlich Fossilien drin sind. Das hatte ich ja schon angekündigt. Und deswegen machen wir das mal. Außerdem ist es mal interessant, ihren Sound zu hören. Oh, da fehlt mir aber. Oh, das klingt aber irgendwie langweilig, meine gute Dame. Okay, das klingt alles irgendwie komisch und verkehrt. Gut gemacht, mein Kleiner. Komm her. Hau sie alle platt. Oh, und treffen muss ich mit dir natürlich auch, mit der Jenna. Ja, das wird noch nicht so ganz. So, Latex Lord ist ja auch mit am Start. Und den haben wir auch. Gut. Ah, Level up. Also muss ich auf jeden Fall switchen. So, gib mir gerade mal eine Sekunde. Oh, schon wieder ein Kampf. Ich höre gerade irgendwas extrem laut. Ist das mein Rechner, der gerade lüftet wegen Saunagefühl? Muss ich gerade mal gucken. Boah, die Jenna ist irgendwie tricky gerade. Die wechselt das Target immer zu schnell. So, Latex dort, komm du mal rein. Ach, ist auch Level 7. Ach stimmt, der war ja noch Level 6. Wer ist das eigentlich überhaupt gewesen? Wen habe ich ihn jetzt danach genannt? Das weiß ich gar nicht mehr. So, Sekunde. Nö, alles normal. Ich weiß gerade nicht, was da so laut gelüftet hat. Vielleicht war es die Wii, die gerade irgendwie losging, CD geladen oder so. So, Latex Lord. Stimmt, Latex Lord habe ich aber immer ein Level vorne gehabt. 10 Erfahrung. Das ist eine Niete, ne? Das ist einfach eine Niete. Na gut. Genau, Latex Lord war, glaube ich. Boah, Jenna, die ist ganz schön mobil, muss ich sagen. Und deswegen verpasst sie auch meistens immer den letzten Hit. Aber sie kann gut dodgen. Das feiere ich gerade übelst. Komm zu mir. Und die können auch übelst gut dodgen. Die gehen mir gerade auf den Sack. Finde ich den mal. Oder auch nicht. Dann mache ich das. Den haben wir auch. Habe ich wieder halbes Leben, Latex Lord, ne? Komm her, du Made. Jetzt aber. Gut, den haben wir. Und den haben wir auch. Ah, Latex Lord kriegt es immer ab. Half-Life nur noch. Muss ich aufpassen. Hier, da. Ist da ein Fossil drin? Sieht so aus? Nein. Okay, also. Ich will eigentlich wirklich nur ein paar Felsbrocken sammeln. Und hier geht es gerade komplett ab. Das ist einfach der Charme. Der Charme der Dame. Jungs, lasst mich mal in Ruhe. Ich wollte schon die Lanze wählen. Aber die dodgen so hart hier. Das bringt mir gegen die Gegner gar nichts. So, auch erstmal wieder einspielen ein bisschen. Ja, du hast gerade zugeschlagen. Deswegen stirbst du jetzt. Oder auch nicht. Latex Lord, willst du sterben? Ich denke nicht, oder? Dann streng dich mal an, mein Großer. Naja, er muss auf, ja, ich muss ihn wechseln, der ist halb tot. So, hier könnten noch irgendwo Fossilien drin sein, oder? Jetzt schaut mal auf, hier zu spawnen, Gegner. Gib mir mal eine Sekunde Ruhe. Auch wieder nichts. Das gibt's doch nicht. So viel zu der Aufnahme, dass ich Fossilien suchen wollte. Das klappt ja mal so ganz und gar nicht. Ja, machen wir quasi ein Offline-Training, den ich eigentlich jetzt gar nicht machen wollte. Also Offscreen-Training quasi. So wird das dann quasi aussehen. Dann seht ihr das mal. Hauen weg. Zu mir. Jetzt kannst du ihn finishen. Und wir gehen auf dich. Und. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, so würde das dann quasi aussehen. Aber das ist natürlich jetzt nicht mein Ziel. Normalerweise müssten wir doch schon Fossilien finden können, also Felsbrocken jetzt. Wir haben doch den ganzen Storyteil hinter uns, also den großen. Also ich hatte das so in Erinnerung. Wenn nicht, müssen wir wirklich Richtung, ja. Also müssen wir wirklich Richtung Story weitergehen. Dort werden wir nämlich auch noch eine echt schöne große Stelle finden, in der wir farmen können. Aber ich dachte, wir könnten hier vielleicht auch ein bisschen was finden. Aber es sieht echt nicht so aus, ne? Ich gehe nochmal nach hier hinten, aber
That looks not good. Nein, nein, nein. Das sieht nicht gut aus. Hier noch ein bisschen, aber das sind wahrscheinlich alles wieder Mineralien. Ja. So, hier noch die letzte Stelle. Ups, sorry. Ihr hört es, habt es wahrscheinlich gerade gehört. Ich bin gegen meinen Nunchuck gehauen. Passiert auch. So, hier, das meinte ich. Hier ist die letzte Stelle und dann. Hier haben wir ja auch das erste gefunden. Nice. Es hat sich doch gelohnt. Ich wusste doch, dass es die hier schon gibt. Gut, aber wir können weg. Mehr als einen haben wir nicht gefunden. Vielleicht ist es das gleiche Fossil. Vielleicht ist es aber auch ein anderes. Das können wir aber jetzt nachgucken. Deswegen machen wir das mal schnell. Haben wir ja doch eins gefunden hier oben. Wow, hat sich ja voll gelohnt. 5 Minuten in der ersten Folge der Aufnahme hat sich voll gelohnt. Hashtag worth it. Boah, und mir ist heiß, ne? Ich werde hier gerade gebraten. Ihr wollt es gar nicht wissen. Wow. Wie in der Sauna. Echt schlimm. Gut. Dann hat Wellen schon sein Fossil. Jetzt hat Jenna ihr Fossil. Hier mal heilen. Latex Lord kann das gut gebrauchen. Labormenü. Was haben wir denn da? Ausgraben entwickeln. Ist es ein neues? Es ist ein neues. Entweder ein Mineral oder sonst was. Okay, ich mache das mal mit euch. Mal gucken, wie die Fernbedienung jetzt ist. Ich bin leise, weil ich muss mich nach hinten lehnen. Sonst ist die Verbindung so schlecht. Wenn nicht, werde ich es in Zukunft wirklich offline machen. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. So, das haben wir noch geschafft. Jetzt noch hier, komm. Okay, was für ein Rang? Ich bin da immer leise, weil ich mich echt nach hinten lehnen muss. Und dann bin ich ziemlich weit weg vom Mikro. C. Ah ja. Ich benutze mit dem Bohrer, weil ich finde, der Bohrer ist so am effektivsten. Und es ist Tobatsu. Okay, das müssen wir jetzt aufwecken. Oh, Entschuldigung, da wollte ich nicht raus. Tobatsu ist mit dabei. Wecken wir das Ding doch mal. Dann können wir nämlich gleich als Sucher auch gleich leveln, denn es entwickelt sich ja noch nicht, ne? Es wird wahrscheinlich unter Level 5 sein. Let's go! Oh. Boah, da muss ich mal aufpassen mit der Verbindung. Ah, ziemlich frustrierend. Aber ich sollte aufhören, darüber zu erzählen, weil am Ende interessiert das keinen. Und, oh, das kenne ich übrigens. Ja, das sind unsere Tobatsu. Das ist echt ein tolles Ding. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was es macht. Verdammt. Das war schlecht. Name. Ja, Name steht eigentlich fest. Sollte ich mal hier wählen. Müsste ich auch noch nicht haben, den Namen. Deswegen, wenn ich ihn schon habe, dürft ihr mich alle gerne reporten, weil ich dann der dümmste Dude über alles bin. Weil so lange ist die Aufnahme jetzt gar nicht her. Also, ja doch, 2 Tage. Ich glaube schon 2 Tage. Ja, den Namen hätte ich gerne. Ja, ab in den Inkubator. Da holen wir es natürlich raus. Und hat sich doch gelohnt. Hat sich doch komplett gelohnt. Wie gesagt, 5 Minuten darum gesucht, ganz schön viel gekämpft, aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Das freut uns doch. Es ist vom Element, I don't know.
Das ist Level 4. Ach, Boden. Da haben wir es. So, ein Element Boden. So, wir lassen die anderen beiden noch drin. Ne? Tobi und Connor, die könnten eigentlich dann hier in die Box, weil die ja schon sich entwickeln könnten. Aber im Moment haben wir noch nicht mehr Sucher. Deswegen, Lili, ein Level und dann hat sie es hinter sich. Deswegen gehen wir jetzt nicht rein und geben ihr Mineralien. Das werden wir jetzt einfach durch die Suche machen. Wir gehen nämlich jetzt aufs große nächste Feld. Da, wo wir hin müssen. Ladebildschirm, 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 by the way. So, ich muss mal ganz kurz was machen. Und zwar muss ich das Ding hier rausziehen und was testen. So, ich habe nämlich gerade mal geguckt, ob mein Mikro-Mute wieder geht und es geht. Es ist übrigens auch jetzt gerade ausgewiesen, also angewiesen, dass es quasi aus ist, weil ich gerade ein bisschen Störgeräusche im Hintergrund hatte. Hab das gehört. Deswegen gehen wir jetzt hier raus. Hier müssen wir hin. Schön mit der Lili in die Morgen, zur Morgenrotbrücke, die repariert wurde. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die wurde repariert, also GG. Das müssen wir gucken. So, Latex Lord ist ja, also so heißt der Name halt komplett, ist hier wieder fit. Natürlich werden wir hier trotzdem alles mitnehmen, denn Reisbälle kann man immer gebrauchen. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Und neben Reisbällen können wir hier natürlich jetzt ganz, ganz viele Fossilien finden. Wenn man auf den Teufel spricht. Lili, sammelst du ein? Nein? Dann nicht. Okay. Gut, können wir wieder eins wecken am nächsten Speicherpunkt. Wenn wir so Rang C oder so gebacken bekommen, dann werde ich das in den Aufnahmen doch drin lassen. Wenn es aber wieder Richtung D oder E geht, dann irgendwann, dann lassen wir es. Ich kann halt nicht dabei quatschen, weil ich mich wirklich nach hinten lehnen muss. Und es gibt Action. Gut. Das ist aber auch jetzt relativ gut. Das wird jetzt... Au. Lass mal hier meine guten Abonnenten oder Stream-Zuschauer in Ruhe. Je nachdem, wer es jetzt ist. Komm schon. Rauf da. Ja. Weiter. Diese feigen Ratten, ey, verstecken sich immer. Sehr gut. Auf ihn. Und da haben wir Level 8. Deswegen switchen wir. Zu Latex. Den Namen kann ich mir irgendwie merken, weil ich das am besten in Verbindung bringen kann, vom optischen her. Und Latex hat es gefindigt. Sehr schön. Wieder ein bisschen hier hochlaufen. Wir sind nämlich ganz schön weit runtergekommen. Man muss immer gucken beim Kämpfen. Da düst man meistens über die halbe Map. Und ja, da muss man immer aufpassen, dass man dann quasi, während quasi diese Kampfanimation, die zum Ende läuft, während die gerade läuft, dass man so wieder ein bisschen dahin läuft, wo man stehen geblieben ist. Sonst verpasst man vielleicht den einen oder anderen Felsbrocken, genau, mit einem Fossil drinne. Und dementsprechend auch Mineralien. Oh, da war ich im Weg. Hier wollte ich hin. So, hier ist die Brücke, die ist ganz heile. Ha? Sieht ja gut aus, das Ding. Und es gibt wieder Action. Jetzt gehen wir noch hier rüber. Wir nehmen alles hier mit, ne? Also nicht wundern, wir nehmen alles mit, denn wir wollen ja so viele Spectrops haben, wie es gibt. Ne? Und wenn wir jetzt hier einfach durchwaschen würden, falls ihr das zum Beispiel bevorzugt, das wäre ja dumm. Ne? Also das wäre wirklich dumm. Weil wir wollen ja wirklich jedes mögliche Spectrop finden, das es hier gibt in der Region. Und wenn wir einfach durchwaschen und quasi alles links liegen lassen würden, dann passiert ja die Wahrscheinlichkeit, oder entsteht die Wahrscheinlichkeit. Angreifen bitte. So. Dann entsteht die Wahrscheinlichkeit, dass... Oh, Level Up. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Latex. Latex. Dann passiert die Wahrscheinlichkeit, dass wir Fossilien übersehen. Also Felsbrocken und dementsprechend Fossilien. Und das wäre ja dämlich. Das ist wie bei Pokémon. Wenn ihr quasi bei Pokémon einfach durchwascht. Und quasi nie die Krise abcheckt. Ja. Dann habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, zwei Pokémon und wüsstet nie, wo welche auftauchen würden. Das war ja... Autsch, das tut weh. Das war ja früher auch so. So, jetzt aber. Sehr gut, den haben wir gefinisht. Boah, Double. Also Double Knock-Up. Ist übrigens gerade der letzte Kampf dieser Aufnahme. Weg mit dir. Komm her. Bams, bams. Finish, Latex. Sehr gut. Da wollte mich fast juken. Und RIP, mein Guter. So, hier waren wir stehen geblieben. Und, Leute, da haben wir ein Spectrop geweckt, ne? Gute Lilies am Start. Zwei weitere Fossilien haben wir gefunden. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Das heißt morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis hier und tschüss.